Kapitel 2, 61er Triumph, Thea 6c. Ich freute mich erneut, die Kälte genießen zu dürfen, aber nun regnete es. Ich lief die ganze Strecke und freundete mich schließlich mit dem Geräusch der Regentropfen an, die auf meine Jacke und die Mütze prasselten. Ich erinnerte mich während des Gehens an eine Tour, in der wir mit dem Karren im Baskenland in ein schweres Unwetter geraten waren und nur die grillen Blitze ab und zu die tiefe Finsternis durchbrochen haben. Abgefahren. Beim durchgeknallten Italiener angekommen, öffnete ich das knarrende Eisentor und ging an den schönen Motorrädern, die am Weg entlang geparkt waren, vorbei. Ich blieb kurz stehen und schaute zu, wie die kalten Regentropfen an den Lack der Motorräder abperlten und zu Boden fielen. Schwerkraft kam mir in den Sinn. Nachdem ich die Stufen erklommen hatte, klingelte ich an und es wurde mir aufgemacht. Ich trat durch die massive Holztür ein und setzte mich an die große Rittertafel. Und dann sah ich sie. Mitten im Zimmer stand eine vollkommen restaurierte 61er Triumph TR6C. Wunderschön. Ich musterte dieses wunderschöne Motorrad und der durchgeknallte Italiener musterte mich. Ich sah ihn an und bemerkte das Funkeln in seinen Augen. Entweder war er wieder auf Sendung oder er hatte eine scheiß Idee oder beides. Dann setzte ich mich an die große Rittertafel, die wie immer mit lauter, mit Schnitzereien verzierten Holzkistchen voller verschiedenster synthetischer und nicht synthetischer Drogen bedeckt war. Noch immer schaute mich der durchgeknallte Italiener mit seiner doofen Wahnsinnsfresse an. Da ich mehr Lust auf einen leckeren Drink als einen Drogentrip hatte, stand ich auf, um mir ein Whisky einzuschütten. Als ich am Whiskyregal am Ende des Raums angekommen war, hörte ich von der Rittertafel her den durchgeknallten Italiener sagen: Schau mal in den Tank. Ich nahm einen Schluck des guten Getränks und ging zu der Triumph. Ich öffnete den Tankverschluss und spähte in den Innenraum des Tanks. Ich bekam ein Funkeln in den Augen, musterte die unverändert funkelnd dumme Wahnsinnsfresse des durchgeknallten Italieners, setzte mich erneut an die Rittertafel und bediente mich im Dock an dem kunstverzierten Holzkistchen. Und wirklich, was für eine wunderschöne 61er Triumph TR6C. Ach Gisela, das ist aber ein schönes Moped, da kriegt man richtig Bock, Karre zu fahren, wa? Jo, Hildegard, ich bin dann mal weg. Gisela, ich hab dir schon tausendmal gesagt, du sollst das Moped nicht in der Wohnung parken. Verdammt nochmal. Mensch, und das Ding sollst du auch nicht in der Wohnung anmachen, mach das draußen. Wie oft soll ich dir das nochmal sagen, hier?